immer fröhlich, immer wieder schauen ist immer wieder gut. Immer Kunst und immer Lieder, damit macht die immer Mut. Das ist ja schön, dass ihr schon da seid. Da ist die immer von immer fröhlich TV. Das lohnt sich heute für euch, dass ihr da seid, sage ich euch, weil heute geht es um die Motivsuche und was man machen kann, wenn man mal keinen Einfall hat. Dann gibt es natürlich ein neues Liederl von mir oder ein altes. Überraschung. Und dann am Schluss habe ich noch ganz wichtige Ankündigungen zu machen. Ich bin mit meiner Runderneuerung, die ich hier angefangen habe, noch nicht ganz fertig, gell? Seht ihr? Weil das Fenster ist leider immer noch nicht da. Und jetzt muss der Horizont halt noch ein bisschen warten. Aber das macht nichts. Ich war nämlich nicht untätlich in der Zwischenzeit, sondern ich habe nochmal das Landschaftsbild optimiert, das ich euch letztes Mal gezeigt habe. Hier ist Gebirge, Hügel, Hügel und ja auch Hügel, Berge, ein See davor. Und in der Malerei gibt es ja dann eine Horizontlinie. Da gibt es ja immer einen Horizont, gell? Das hier. Jetzt habe ich euch einfach noch einmal den Fluchtpunkt rot markiert, damit ihr den besser seht. Gell? Weil einen Fluchtpunkt braucht ja jeder von uns ab und zu einmal im Leben. Es kann ja schon sein, dass einem diese Weite vom Horizont auch einmal ein bisschen zu eng wird. Und dann ist gut, wenn man einen Fluchtpunkt hat, gell? Wo man sich drauf richten kann. Ja. In der Malerei und auch im Leben ist einfach gut, in der Mitte ein roter Fluchtpunkt. Das merkt euch. Ja, ein bisschen blöd ist jetzt ehrlich gesagt schon, dass ich da noch nicht hinaussehe, weil jetzt habe ich auch gar kein Motiv. Und in der Malerei und in der Kunst braucht man immer ein Motiv. Ja, geschweige denn ein Motiv für euch. Meine Sendung ist ja eine Mutmachsendung, ja. Also, ich sage euch was, ich bin dieses Mal total einfallslos. Und normalerweise ist es so bei mir, normalerweise schwirren im Universum ja Ideen und Einfälle rum, so viel wie es Sterne gibt, gell, da draußen. Aber manchmal ist so, da ist das so weit hergeholt, gell, wie eben die Sterne weg sind und dann kommt es nicht rechtzeitig an. Da habe ich mir gedacht, immer, was machst du, wenn du so einfallslos bist? Wo kriegst du deine Motive her? Und da habe ich eine saugute Idee gehabt. Ich zeig's euch. Schaut's mal. Das ist was, oder? Ja, eine einfallslose Dose. Also, es ist ein Glas, aber einfallslose Glas, das klingt nicht so gut wie einfallslose Dose. Jetzt brauche ich euch, weil ich mir gedacht habe, ich nehme dann einfach den Zufall zu Hilfe für meinen Einfall und ziehe einfach ein paar Lose. Und die Dose ist aber leer und jetzt müsst ihr mir bitte ein paar Ideen und Motive schicken. Also macht es euch nicht schwer, das kann auch ein ganz verrücktes Motiv sein, ein Lokomotiv sozusagen. Und ich mache dann ein schönes Mutmachliederl draus. Das ist was, oder? Apropos Mutmachliederl. Ich habe mein allererstes Mutmachliederl ganz neu gut aufgelegt. Und das dürft ihr jetzt anschauen, während ihr arbeitet. Hab wieder Mut, alles wird gut. Hast du auch gerade noch Schmerzen? Das wird vergehen, du wirst schon sehen, bald wirst auch du wieder scherzen. Hast du auch gerade im Leben kein Glück? Denk dran, die Sonne kommt immer zurück. Hab wieder Mut, alles wird gut. Kannst du
auch gerade die Sonne nicht sehen? Hört doch die Welt niemals auf, sich zu drehen. Hab wieder Mut, alles wird gut, das wünsche ich dir von Herzen. Hab wieder Mut, alles wird gut, hast du auch gerade noch Schmerzen? Das wird vergehen, du wirst schon sehen, bald ist auch du in der Scherzen. Hast du auch gerade im Leben kein Glück? Denk dran, die Sonne kommt immer zurück. Hab wieder Mut, alles wird gut, das wünsche ich dir von Herzen. Bravo, bravo, jawohl. Das wünsche ich dir von Herzen. Das war aber schön neu gut aufgegangen. Ja, apropos Lieder, jetzt muss ich euch was ganz Tolles sagen. Und zwar am 25. März, da kommt von mir ein Album raus, das heißt Immer die Erste. Und das sind 11 Mutmachlieder von mir drauf. Könnt ihr euch schon einmal merken. Und apropos Lieder, das Damendrio und ich, das bayerische Damendrio und ich, wir spielen jetzt bald einmal live, ja, und zwar im Aktivstudio in Mühldorf, aber ihr müsst gar nicht hinfahren, weil das geht online, ja, und zwar am 4. Mai. Da würde ich mich freuen, wenn sie auch kommt, ja. Ah ja, und eine gute Idee habe ich schon gehabt in letzter Zeit. Und zwar haben wir ein virtuelles Sparschweindl eingerichtet. Findet ihr alles da unten, unter dem Video. Und vielen Dank an Emil und Sonja, die uns da schon was reingeschmissen haben. Danke. Ja, und jetzt muss ich euch einmal loben. Ihr habt mir so viele Einfallslose in meine einfallslose Dose geschickt. Das ist unglaublich. Und da werde ich jetzt 2, 3 ziehen und dann das neue Mutmachliedl draus machen. Nein, das ist nichts. Das ist ein gutes Einfallslos. Das wird was. Bleibt spannend, gell? Auch ein sehr gutes. Da könnt ihr euch freuen. Das wird nächstes Mal ein ganz tolles Lied geben. Jetzt bräuchte ich allerdings noch ein Einfallspinsel. Also für die Malerei. Also falls ihr einen daheim habt oder so, dann könnt ihr mir den auch vorbeischicken. Ja, ich glaube, ich schaue gleich einmal selber, ob ich einen finde. Also ciao, bis zum nächsten Mal. Abonnieren, teilen, liken, wisst ihr alles. Wo könnte es ein Einfallspinsel sein? Ciao, bis nächstes Mal. So ein Einfallspinsel wird sich doch finden lassen. Hm?